Meine Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen anlässlich dieses Vortrags. Ich weiß natürlich nicht, wo und wann Sie sind. Ich weiß nicht, an welchen Orten Sie sich befinden, zu welcher Tageszeit Sie diesen Vortrag anschauen werden, ob morgens, mittags oder abends oder eventuell sogar nachts. Ich kann auch nicht wie üblich zu Ihnen sagen, ich freue mich, Sie zu sehen, denn ich kann Sie nicht sehen. Sie können mich sehen, aber die Kommunikation ist optisch jedenfalls einseitig. Und auch kann ich zu Ihnen jetzt nicht sagen, dass ich mich freue, dass Sie so zahlreich gekommen sind, denn über die Zahl der Zuhörer und Zuhörerinnen kann ich jetzt auch nicht Bescheid wissen. Dennoch hoffe ich, dass ich aus Ihrer Perspektive jedenfalls einen kleinen philosophischen Vortrag präsentieren kann, beziehungsweise zu Ihnen herüber bringen, der sich mit dem Thema der Trauer befasst. Sie werden im Rahmen dieser kleinen Tagung auch noch mit einigen relevanten Kunstwerken aus der Hamburger Trauerausstellung bekannt werden. Diese Kunstwerke repräsentieren unterschiedliche Aspekte der Trauer. Sie werden in dem Werk von Greta Rauer mit dem Titel Fragmente, werden Sie sehen, wie die üblichen Trauer- und Gedächtnisprozesse ablaufen, welche Pathosformeln dort wichtig sind, wie aber auch um sozusagen die Auflösung der Gräber, wenn man so will, die Enteignung des Grabes in unserer Kultur stattfinden. In dem wunderbaren Gemälde von Maria Lasnik, Balken im Auge und trauernden Hände. Also werden Sie mit einem tiefen, auch körperlichen Beweinungsprozess konfrontiert werden. Lasnik trauert hier über den Verlust ihrer Mutter. Bei Sibylle Fendt werden Sie einen Abschied zu Lebzeiten erinnern. In diesem Falle handelt es sich um ein Ehepaar, Elke und Lothar Gärtner. Und die Frau leidet an Demenz und verabschiedet sich zu Lebzeiten gewissermaßen eigentlich aus der gemeinsamen Biografie mit ihrem Mann. Johannes Espe Trauerrand wird uns konfrontieren mit der Frage, ob Trauer gewissermaßen eine intime Angelegenheit ist oder ob es auch eine öffentliche Dimension der Trauer gibt, ob wir uns einschreiben können, ob wir uns selber auch projektieren können, also in einer große Traueranzeige hinein, die dann auch über die Privatheit unseres Trauerns hinausgeht. Christian Boltanski wird uns mit seinem Gymnasium-Chaser und mit Les Morts Suisses oder Les Suisses Mortes mit dem Verlust, mit dem Verschwinden von ganzen Menschengruppen und mit der Vernichtung solcher Gruppen konfrontieren. Und mit der spezifisch auch natürlich persönlichen und politischen Trauer, die das auslöst und zum Schluss in dem Bild von Khaled Barake, der Entitled Images, werden wir uns mit einer Pieta-ähnlichen Präsentation, mit einem Foto konfrontiert werden, das uns sehr nachdenklich stimmt im Hinblick auf vielleicht auch den allzu neugierigen Charakter unserer Anteilnahme an fremden Leiden, eine gewisse voyeuristische Entlarvung oder Entlarvung des Voyeurismus findet dort statt. Alles verschiedene Aspekte der Trauer. Ich glaube, dass es zu Beginn ganz wichtig ist, kurz zu unterscheiden zwischen Melancholie und Trauer. Es gibt ja eine sehr ausführliche psychologische, psychoanalytische Diskussion. Ich möchte Sie reduzieren eigentlich auf die Unterscheidung zwischen den beiden, die eigentlich da lautet, die Melancholie ist gewissermaßen eine ich-bezogene Traurigkeit, also eine Sehnsucht nach einem verlorenen Zustand, nach einem verlorenen Früher. Aber hier bleibt eigentlich also die melancholische Person gewissermaßen eingehüllt in sich selbst. Oft wird sogar gesagt, dass die Melancholie narzisstische Züge hat. Das hat die Trauer aber nicht. Man kann sagen, die Trauer ist eine tatsächliche Konfrontation mit einem Verlust. Das Wort Trauerverarbeitung,
was vergleichsweise neu ist und eigentlich auch aus dem psychologischen Repertoire zu uns gekommen ist, sagt auch völlig richtig, dass es ein hartes Werk gibt in dem Prozess des Trauerns. Es geht um Konfrontation, es geht um die Begegnung mit einem irreversiblen Verlust und um den Modus wieder zurückzufinden in ein Leben, das auch nach dem Verlust als lebenswert, jedenfalls in einem gewissen Maße lebenswert, weitergeführt werden kann. Ich glaube auch, dass es, das ist eine zweite Vorbemerkung, dass es wichtig ist, die Trauer nicht ausschließlich zu privatisieren. Ich werde sehr wohl im Laufe dieses Vortrags vor allem auf diese Tendenz eingehen und sie gewissermaßen auch mit einigen kritischen Bemerkungen ausstatten. Aber die Trauer hat auch immer eine öffentliche Dimension. Die amerikanische Philosophin und Kollegin Judith Butler hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass wenn wir trauern, und es ist bereits in den ausgewählten Kunstwerken deutlich, dass Trauer nicht nur auf den privaten, intimen Verlust konfrontiert ist, sondern dass die Trauer auch eine öffentliche Dimension hat und sogar auch eine politische Diskussion. Also dass im Falle der Trauer eigentlich immer auch die Frage zumindest indirekt eine Rolle spielt, was ist überhaupt betrauenswertes Leben? Um welches Leben trauern wir und um welche Leben tun wir das überhaupt nicht? Also welche Art von Leben, welche Menschen rücken gar nicht in den Horizont unserer Trauer, bleiben gewissermaßen außerhalb und exiliert aus der Würdigkeit, betrauert auch zu werden. Also welche Exklusion findet da womöglich statt? Also eine politische Frage. Also die Trauer ist nicht nur privat, sie ist nicht nur intim, sondern es wird immer die Frage mitgestellt, welches ist eigentlich das betrauenswertes Leben, das diese Gefühle bei uns auszulösen vermag. Wir sind nie sozusagen allein in der Trauer. Wir sind, indem wir auch körperlich trauern, in einer Öffentlichkeit. Wir trauern in einem größeren Milieu. Wir sind verbunden mit anderen. Wir unterziehen uns in diesem Fall einer Veränderung, womöglich, was in der Melancholie eher nicht der Fall ist. Die Melancholie sehnt sich eigentlich zurück nach einem Zustand der Vergangenheit, möchte, wenn man so will, die Veränderung tendenziell jedenfalls rückgängig machen. Die Melancholie ist ein sanfter Protest, so könnte man das vielleicht auch ausdrücken, also gegen die Veränderung. In der Trauer jedenfalls erfahren wir uns als Wesen, die nicht nur autonom sind, die nicht bloß als starke Egos durch die Welt gehen, sondern die, wie Butler das so schön sagt, zum Teil enteignet werden durch das, was geschieht und sich in ein Verhältnis setzen müssen zu diesem Verlust. Also es ist eine vergleichsweise komplexe Emotion, die Trauer. Und die politische Botschaft von Butler lautet eigentlich, dass wir unsere Trauer durchaus auch kritisch befragen dürfen, nämlich im Hinblick auf die Frage, wer rückt in den Horizont unserer Trauer und wer bleibt außerhalb. So, das vielleicht als eine zunächst eine etwas allgemeinere Einführung in das Thema. Also ich werde mich heute eher aus einer etwas kulturkritischen Perspektive mit der Trauer befassen und auf einige Entwicklungstendenzen oder auf einige, vielleicht sind es auch mehr als Tendenzen, sondern sind es gewissermaßen neue Realitäten um die Trauer herum in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur.
um das Trauerthema etwas kritisch aufzuarbeiten, wenn Sie so wollen. Nun, Trauer ist immer, häufig jedenfalls, ein Verlust um etwas, was vermutlich unwiederbringlich vorbei ist und weg ist aus unserer Lebenssphäre. Häufig ist die Trauer eine Trauer um die Toten. Wir versuchen uns mit dem Verlust zu konfrontieren. Wir müssen lernen, wenn man so will, eigentlich auch zu akzeptieren, dass es Verluste gibt, die nicht rückgängig gemacht werden können. Einerseits sind die Toten in diesem Fall noch da. Gleichzeitig müssen wir lernen zu akzeptieren, dass sie vielleicht in Zukunft in ihrer Abwesenheit bestenfalls anwesend bleiben. Sie sind irreversibel von uns gegangen. Und insofern ist die Trauer sogar auch manchmal eine Möglichkeit, vergessen zu lernen, nicht zu verdrängen, sondern auch vergessen zu lernen, wenn hin und wieder, zumindest wenn uns das hin und wieder gelingt, also diese Trauerarbeit zu vollziehen. Nun ist seit der Aufklärung, könnte man sagen, nennen wir sie hier, seit der Moderne, in zunehmendem Maße eine gewisse Aversion sogar gegen die Trauer entstanden. Also die Trauer, das Trauern ist eigentlich immer mehr in den Verdacht geraten, uns allzu stark zu verbinden mit den Toten und damit mit der Vergangenheit. Ab dem 18. Jahrhundert ist unsere Kultur in hohem Maße zukunftsorientiert. Es entsteht eine neue Dynamik im Hinblick auf die Zukunft. Wir werden aus Wesen mit einem starken Vergangenheitsindex zu Wesen mit einem starken Zukunftsindex. Also wir polen gewissermaßen zunächst einmal als Gattung, jedenfalls in den avancierten, aufgeklärten Ländern und dann natürlich auch als Einzelne viel später. Wir disponieren um. Es ist die Zukunft, die verspricht und es ist nicht länger die Vergangenheit, die bindet. Manchmal ist sogar davon die Rede, dass im Laufe des 18. Jahrhunderts gewissermaßen eine Antipathie entstanden ist gegen die allgegenwärtige Macht der Toten. Und man ist jetzt daran interessiert, also eine Trennung vorzunehmen, eine Separierung vorzunehmen zwischen den Toten und den Lebenden. Es ist auch die Zeit, beispielsweise, in der die Friedhöfe in zunehmendem Maße außerhalb der bewohnten Zone eines Dorfes oder einer Stadt rücken, aus verschiedenen Gründen natürlich. Aber man ist interessiert, die Nähe zwischen den Toten und den Lebenden ein Stück weit durchlässiger in dem Sinne zu machen, dass man sich auch besser trennen kann. Wir sind nicht gebunden an die Gegenwart der Toten. Die Toten sind gewissermaßen ein Block am Bein. Sie hindern uns daran, geschwind in die Zukunft voranzuschreiten. Also findet also eine Umpolung unserer Aufmerksamkeit statt, weg von der als eine Last zunehmend empfundenen Vergangenheit, also zu einer als befreiend empfunden Zukunft, die das Versprechen enthält, dass es der Gattung besser gehen wird und irgendwann auch dem Einzelnen, dem Individuum sehr viel besser gehen wird und dass wir deshalb unsere Aufmerksamkeit im Hinblick auf die Toten zumindest relativieren sollen. Es entsteht jetzt ein Verdacht gegen die Trauer. Ich gebe Ihnen ein interessantes literarisches Beispiel aus dem etwas späteren 19. Jahrhundert, aus einer interessanten, ja, literarischen Utopie von Samuel Butler. Eine Arbeit, die 1872
in London erschienen ist und die den fremden Titel trägt, Erewhon. Erewhon, wenn wir das Wort nun umdrehen, lesen wir Nowhere. Also sozusagen ein Ort, der nicht ist, eben die Utopie. Butler entwirft in dieser kleinen Schrift eine Utopie, eine Art umgekehrte Utopie. Also alles, was, wenn man so will, in der damaligen Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts und mit Sicherheit auch davor, also üblich war, wird jetzt völlig unüblich. Wenn Sie das lesen würden, dann hätten Sie bestimmt den Eindruck, dass Butler gewissermaßen, also vor etwa 150 Jahren, unsere Gegenwart bereits skizziert hat. Denn vieles, was er dort beschreibt, ist mittlerweile, also vieles aus dieser umgekehrten, seltsamen Utopie, gehört zu unserer Gegenwart, zunehmend zu unserem Selbstverständnis. Und er bemerkt beispielsweise, noch einmal, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, bemerkt er, dass es einen seltsamen Brauch auf dieser Insel gibt, nämlich, dass die Menschen dort ihre Toten kremieren lassen und die Asche, sagt, wird an irgendeine Stelle verstreut und der Verstorbene hat vag oft diese Stelle selber festgelegt. Und das kennen wir heute. Also wir kennen den Wunsch von Menschen, dass sie nach ihrer Einäscherung an einer bestimmten Stelle deponiert werden, gewissermaßen, sei es in einer Urne, sei es aber zunehmend auch in irgendwelchen naturbelassenen Beerdigungs- und Grabesumgebungen. Und Butler skizziert, dass irgendwann überhaupt eigentlich die Totendenkmäler in dieser utopischen Gesellschaft unpopulär werden. Man möchte sie nicht länger. Sie erinnern zu stark an diese Toten. Also sie sind zu aufdringlich, die ganzen Totendenkmäler. Also man schafft sie zunehmend ab. Es gibt, wenn man so will, eine Abschaffungseuphorie. Und in diesem Zusammenhang wird auch das Trauern letztlich. Und jetzt lese ich Ihnen eine interessante Passage vor, in der Butler skizziert, was mit dem Trauern eben geschieht. Hören Sie zu. Wenn jemand stirbt, schreiben die Freunde der Familie keine Beileidsbriefe, auch wohnen sie dem Verstreuen der Asche nicht bei, noch tragen sie Trauerkleidung, dagegen schicken sie den Hinterbliebenen hübsche Schächtelchen mit künstlichen Tränen darin und dem Namen des Absenders auf dem Deckel. Die Zahl der Tränen schwankt zwischen 2 und 15 oder 16, je nachdem die Betreffenden mehr oder weniger befreundet oder verwandt sind. Und es ist manchmal eine recht knifflige Frage, welches in einem bestimmten Fall die rechte Anzahl ist an Tränen, die geschickt werden sollte. So seltsam es klingt, diese Aufmerksamkeit wird höchlich geschätzt und es wird sehr übel vermerkt, wenn jemand, von dem sie erwartet wird, sie aus Versehen unterlässt. Früher wurden diese Glastränen mit Klebstreifen an den Wangen der Leidtragenden befestigt und einige Monate lang in der Öffentlichkeit getragen. Dann wurden sie auf den Hut oder die Haube verbannt und heute werden sie überhaupt nicht mehr getragen. Also sozusagen das Trauern, die Tränen sind verkünstelt. Sie sind artifiziell geworden, es sind nur noch Attribute, die wohl dosiert werden und die aber im Laufe der Zeit gewissermaßen abgeschafft worden ist. Nun, wieso gibt es diese seltsame Abneigung gegen das Trauern? Man könnte sagen, dass das Trauern eigentlich in der hochdynamischen und beschleunigten Gesellschaft, in der wir leben, gewissermaßen tatfeindlich ist. Das Trauern, wenn man so will, ist schwer zu vereinbaren mit
unserem Handlungsdrang. Wir wollen aktiv sein und also wir wollen nicht zurückfallen, wir wollen nicht verlangsamen, indem wir trauern, indem wir auf irgendwas zu lange trauern. Diese Tendenz, das Trauern mit einem Verdacht zu konfrontieren, nämlich mit dem Verdacht, eigentlich völlig unproduktiv zu sein, den gibt es auch schon länger. Es ist nicht erst heute, dass das Trauern psychologisch, also mit einer bestimmten, noch gesunden Trauerzeit verbunden wird, die alsbald, und alsbald wird immer schneller eintreten, als pathologisch gilt. Der große französische Historiker Philippe Ayès sprach bereits davon, dass, wie er sagte, heutzutage die Tränen der Trauer mit den Ausscheidungen der Krankheit gleichgestellt werden. Die Tränen der Trauer mit den Ausscheidungen der Krankheit gleichgestellt werden. Das heißt nicht anders, als dass das Trauern sehr schnell und die Trauer sehr schnell als pathologisch betrachtet wird. Das Trauern ist nicht nur unerwünscht oder wird nur für eine ganz kleine Periode toleriert, sondern was über diese Periode hinausgeht, gilt eigentlich sehr schnell als krankhaft und natürlich dadurch auch als Therapie bedürftig. Also Trauern, wenn man so will, erregt schnell Bedenken, nämlich sobald der Trauerprozess, das Trauergefühl länger dauert, als die Pharmazie es erlaubt und die Umgebung es toleriert. Wir wollen, um sozusagen einen möglichst schnellen, gesunden Trauerprozess, also der den Verlust gewissermaßen tatsächlich vergessen lässt und frohgemut, gebunden eventuell an eine neue Lebensoption und eine neue Lebensmöglichkeit, in die Zukunft weiter marschiert. Also das Trauern gilt gewissermaßen eigentlich als eine Art unproduktive Vorausgabung. Also quasi Menschen, die zu lange trauern, vergreifen sich am Vorwärtsdrang unseres Fortschrittsvitalismus. Ja, sie hemmen den Fortschritt, auch den eigenen persönlichen Fortschritt, denn sie blockieren sich selbst und sehen nicht die weiteren Möglichkeiten und Optionen, die in ihrem Leben verblieben sind. Und deshalb muss die Trauer möglichst effektiv und möglichst schnell produktiv verarbeitet werden. Nun werde ich vor dem Hintergrund dieser durchaus etwas kulturkritischen Betrachtung drei Tendenzen etwas schärfer hervorheben und betonen, die alle drei miteinander zusammenhängen, aber glaube ich auf eine hoch signifikante und interessante Art und Weise zeigen, wie das Trauern in unserer Kultur transformiert ist. Und vor allem, wenn Sie sich noch einmal erinnern an die weisen Worte von Judith Butler am Anfang dieses Vortrags, werden Sie sehen, inwieweit eigentlich diese Frage, was ist ein betrauenswertes Leben, also was ist, wenn man so will, die politische Signatur unseres Trauerns oder auch unsere Verweigerung zu trauen. Also die Tendenzen, die ich Ihnen jetzt kurz skizzieren werde, werden aufzeigen, dass das in der Tat, also dass die Frage nach dem betrauenswerten Leben mehr oder weniger eigentlich an den Rand gedrängt worden ist. Nun, ich werde jetzt im Folgenden vor allem drei Tendenzen unterscheiden. Einmal die Psychologisierung der Trauer, zweitens die Privatisierung der Trauer und drittens das Unsichtbarwerden der Trauer. Ich wiederhole es nochmal, ich werde mich zunächst einmal mit der Psychologisierung der Trauer befassen. Da haben Sie schon einiges gehört gerade.
zweitens mit der Privatisierung der Trauer und drittens mit dem Unsichtbarwerden der Trauer. Nun einmal die Psychologisierung, ja, die Trauer ist in der Tat eine psychologische Kategorie geworden. Es gibt eine ausführliche Psychologie des Trauerns und diese Positionen neigen alle dazu, also das Trauern, wenn man so will, als einen Prozess aufzufassen, den man sehr gut beschreiben kann, als einen Prozess, in dem sich Phasen unterscheiden lassen und in dem auch erwartet wird, dass diese Phasen durchlaufen werden, also hin zu einem positiven Resultat. Also diese Trauerpsychologie ist verbunden mit Namen wie Verena Kast beispielsweise, mit John Bowlby und mit William Warden. Das ist jetzt im Detail für uns nicht sehr interessant, aber also zweierlei Dinge werden hier unterstellt. Erstens, es gibt einen vertrauenswürdigen Prozess des Trauerns, den wir beschreiben können, der gewissermaßen eigentlich eine Art von Normalität des Trauerns zeigt und den wir als Matrix betrachten können, um einen gesunden Prozess des Trauerns nachvollziehen zu können. Zweitens, und das ist eine Variante gewissermaßen davon, es werden Aufgaben gestellt, also Traueraufgabe, Dinge, die man bewältigen muss, die man verarbeiten muss, so ähnlich wie bei Kübler-Ross, eigentlich also in ihrer Beschreibung, also des Sterbensprozesses, werden hier Phasen unterschieden und gewissermaßen eigentlich Aufträge erteilt, die man erfüllen soll. Das meine ich mit Psychologisierung des Trauerns. Also die Trauerarbeit ist ein hochemotionaler Zustand und diese Trauerarbeit gilt für alle. Es ist gewissermaßen ein psychologisches Modell oder eine psychologisch eher anthropologische Konstante, die man überall eigentlich auch antrifft und die gewissermaßen als Norm dient für den Prozess des Trauerns. Nun, in diesem Zusammenhang wird die Aufmerksamkeit gerichtet auf die Person, die trauert und eigentlich immer weniger auf die Person bzw. auf den Verlust, der sich ereignet hat. Also die trauernde Person steht im Mittelpunkt und steht im Zentrum. Wichtig sind jetzt die therapeutischen Interventionen und unwichtiger wird dadurch der rituelle Charakter der Trauer. Also die Devise lautet, um so zu sagen, je kürzer, umso gesünder. Also das ist, wenn man so will, zusammengefasst eigentlich die Norm. Also dass die Ritualisierungen oder die Riten des Trauerns, die kulturellen Kodierungen, die werden jetzt immer weniger wichtig, sondern es geht um die Frage eigentlich, also wie ein, wenn man so will, authentisches und ein erfolgreiches Trauern beschrieben werden kann, wie man therapeutisch intervenieren kann, welche Ratschläge man der trauernden Person erteilen kann, damit sie zu einem erfolgreichen bzw. gesunden Abschluss ihres Trauerns kommt. Dabei spielt natürlich auch die Intensität des Trauerns eine wichtige Rolle, während das vielleicht für uns mittlerweile seltsamerweise eigentlich in den alten Trauerriten nicht das primäre Kriterium war. Man hat nicht zunächst einmal gefragt, ist die Trauer jetzt eigentlich echt? Wie intensiv ist eigentlich also diese Trauer? Ist das authentisch, was dort geschieht? Sie wissen, es gab auch in einigen Kulturen, vor allem auch in den beispielsweise osteuropäischen Kulturen, die Möglichkeit, bei den sogenannten Klageweibern, eine Institution, die es natürlich seit der Antike gab, aber die noch sehr lange, ich vermute sogar teilweise noch in bestimmten Regionen bis in unsere Zeit hinein existierte, nämlich, als dass die rituelle
Expressivität des Trauerns delegiert wurde. Ja, es wurden Frauen, wenn man so will, gemietet, sie wurden dafür bezahlt, eigentlich also die Trauerexpression, die Wehklage, das Schreien zu zeigen, das ist uns sehr fremd geworden vor diesem Hintergrund dieser Psychologisierung und dadurch eben auch Verinnerlichung der Trauer. Also die Trauer ist, mein zweiter Aspekt ist, in einem hohen Maße privatisiert worden. Kann man natürlich sagen, zu Recht auch, ja, was ist nun so schlimm daran, wieso ist das falsch, wenn die Trauer privatisiert ist? Das ist auch nicht falsch, es ist auch nicht schlimm, es sei denn, es handelt sich ausschließlich um eine Privatisierung und Verinnerlichung der Trauer. Also Menschen wollen zu Recht natürlich auch, also einen Trauerprozess mit einer Authentizität auch erleben. Sie möchten sich auch eventuell emanzipieren aus den überkommenen Trauerriten, die als ein, ja, als ein Gefängnis, als eine Zwangsjacke womöglich empfunden werden. Also sie möchten sich selbst eigentlich auch sein und präsentieren und äußern können in diesem Fall. Und wir können Riten auch nicht unter Zwang aufrechterhalten. Also wenn beispielsweise die christlichen Trauerrituale heute an Glaubwürdigkeit verlieren, dann hängt es natürlich auch damit zusammen, dass die Erzählung, das Narrativ oder dass der Mythos, wie immer Sie wollen, also der christliche Glauben, also der gewissermaßen, also das Ritual, also mit Inhalten und auch mit Substanz ausstattet, nicht mehr da ist. Also man kann es mit anderen Worten nicht künstlich aufrechterhalten. Dennoch ist das Ritual, welches auch immer, sehr wichtig, weil also in dem Trauerritual geht es also nicht nur um die Verarbeitung der Emotionen. Übrigens ist das Ritual auch eine Möglichkeit, die Emotion zumindest für die Dauer des Rituals ein Stück weit zu delegieren an das Ritual. Man wird abgelenkt, wenn man so will, durch das Ritual, das gemeinsam mit anderen eigentlich auch vollzogen wird. Aber mehr noch, das Trauerritual ist ein Stück weit, wie Robert Harrison das genannt hat, eine Form auch der Sterblichkeitsverarbeitung, also der Verarbeitung der eigenen Sterblichkeit, mit der man konfrontiert wird. Also man ist gewissermaßen nicht eingesperrt in der Traueremotion, sondern das Ritual ist eine Form eigentlich auch der Entäußerung, ja, der Veröffentlichung der Emotion. Und damit, wenn man so will, ist es eine Form der Konfrontation auch mit der eigenen Sterblichkeit. Riten sind Formen der Sterblichkeitskonfrontation, der Sterblichkeitsverarbeitung. Heute ist das nicht mehr der Fall, viel weniger der Fall. Die Riten sind ein Stück weit auch privatisiert worden. Aber es gibt natürlich ergreifende Zeugnisse eigentlich, also dieser persönlichen Verarbeitung. Es gibt ein wunderbares, eindrucksvolles Buch von Roland Barthes, von dem französischen Literaturwissenschaftler und Philosophen Roland Barthes, sein Tagebuch der Trauer, wie es heißt, wo er über den Tod seiner Mutter schreibt. Aber auch da gibt es eine interessante Reflexion, nämlich in dem Barthes unterscheidet, also zwischen, um sozusagen, Kulturen, in der die Äußerlichkeit der Trauerbekundung wichtig ist, und Kulturen der zunehmenden Verinnerlichung, ja, der Intimisierung, wenn man so will, eigentlich der Trauer. Und er schreibt an einer Stelle, sagt er, für die innere Trauer gibt es kaum Zeichen. Sie ist die Vollendung der absoluten Innerlichkeit. Ja, also man ist gewissermaßen eigentlich also in der wogenden, teilweise wütenden, zornigen, niederschmetternden Emotion gehalten. Und Barthes schreibt weiter, alle weisen Gesellschaften, also die weisen Gesellschaften, haben hingegen die Veräußerlichung der Trauer vorgeschrieben und kodifiziert.
Der Missstand der unseren, also unserer Gesellschaft, liegt darin, dass sie die Trauer leugnet. Also es gibt mit anderen Worten eine Art von Weisheit in der Veräußerlichung der Trauer. Also sie ist, wenn man so will, eine öffentliche Präsentation, damit ich sie auch eine Form auch der Verarbeitung, aber nicht der intimen, auch psychologischen Verarbeitung, sondern, wie ich bereits sagte, eine Form auch der Sterblichkeitsverarbeitung. Wir sind auch in der Lage, teilweise die Trauer in den Riten ja zu delegieren. Wir können sie für eine Weile eigentlich in die Hände von anderen legen. Und das hat sozusagen auch ja wohltuende Folgen, wenn man das kann. Es gibt noch andere Proteste, also gegen die Psychologisierung der Trauer. Beispielsweise Julian Barnes, der wunderbare englische Autor Julian Barnes, hat in einem Buch mit dem Titel Lebensstufen, sehr eindrucksvolles Buch, das er geschrieben hat nach dem Tod seiner Ehefrau, sich auch sehr stark also gegen diese Prominenz der Psychologisierung der Trauer gewehrt. Er sagt ja, im Grunde sagt er, ja, wird eine Sprache in diesem Zusammenhang entwickelt, eine psychologisch-therapeutische Sprache, und die ist nicht meine, sagt Julian Barnes. Ich zitiere ihn einmal: Ich wusste, dass für mich nur die alten Wörter in Frage kämen: Tod, Leid, Kummer, Traurigkeit, Herzeleid. Keine dieser modernen, ausweichenden oder medikalisierenden Ausdrücke. Leid ist ein menschlicher Zustand, kein medizinischer, auch wenn es Tabletten gibt, die uns helfen, unser Leid zu vergessen, so gibt es doch keine Tabletten, die es heilen. Leidtragende, schreibt er, sind nicht deprimiert, sondern nur gebührend, angemessen, mathematisch genau traurig. Also sie sind nicht deprimiert, sondern sie sind traurig. Also die Trauer, die Traurigkeit ist ein wichtiger existenzieller Zustand. Es geht ein Riss durch unsere Existenz, und dieser Riss ist letzten Endes nicht psychologischer Natur, sondern man könnte sagen existenzieller Natur. Wir sind Menschen, die mit der Endlichkeit unseres Lebens, der wir begegnen in dem Abschied nehmen von anderen, unweigerlich konfrontiert werden und auch umgehen werden. Und die Endlichkeit unseres Lebens ist kein psychologisches Problem. Drittens, darauf habe ich auch noch hingewiesen, diesen Aspekt des Unsichtbarwerdens. Das hängt natürlich zusammen mit den beiden anderen, mit der Psychologisierung und mit der Verinnerlichung. Ja, also erstens ist die Verinnerlichung selber eine Form natürlich eigentlich, also die Trauer und die Präsentation unseres Leidens eigentlich der öffentlichen Sichtbarkeit zu entziehen und in uns hinein zu verlegen. Dadurch wird die Trauer ein Stück weit unsichtbar. Man könnte vielleicht sogar vermuten, dass in dem Maße, wie eigentlich diese Öffentlichkeit, die Äußerlichkeit, die Veräußerlichung, wie Roland Barthes sagte, der Trauer verschwindet, wir gewissermaßen gezwungen sind, sie zu verinnerlichen und dadurch unweigerlich konfrontiert werden mit einem enormen psychologischen Problem, für das wir wiederum eine therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Also vielleicht hat, wenn man so will, gerade die Veräußerlichung der Trauer, also einen ja prophylaktischen, das ist natürlich wieder ein doch eher psychologischer Begriff, aber sozusagen sie sorgt eigentlich also dafür, dass wir vielleicht gar nicht so weit kommen, also die Trauer lediglich zu verinnerlichen und, wenn man so will, als einen wühlenden und an uns nagenden Seelenzustand zu betrachten, sondern als etwas, was mehr ist als das. Aber unsichtbar werden heißt natürlich auch, dass die Riten in zunehmendem Maße eigentlich willkürlich werden. Jedenfalls haben Menschen den Anspruch, ich sehe das beispielsweise in dem Land, in dem ich arbeite, in den Niederlanden, in Deutschland geschieht es mit einer gewissen Verzögerung, aber auch den Anspruch, also dass sie bzw. ihre Familie eigentlich den Verabschiedungsritus, den Beerdigungs- und Begräbnisritus
selbe bestimmen, selbe empfinden. Es wird ihnen gewissermaßen ein Ganze, und das meine ich jetzt wirklich nicht zynisch, sondern ich berichte über Dinge, die es tatsächlich gibt, es wird ihnen ein eindrucksvoller Baukasten zur Verfügung gestellt, also in dem sich vermutlich etwa 800 verschiedene Elemente und Teile finden, die sie, wenn man so will, wie in einem Puzzle zusammensetzen können, aber allerdings nicht nach einem vorgefertigten Bild, sondern also quasi nach im Hinblick auf den Wunsch, den sie selber haben, also wie diese Bestattung und diese Beerdigung eben stattfinden sollte. Also die Riten werden ein Stück weit willkürlicher und in dem Sinne unsichtbarer, weil man manches nicht wiedererkennt. Naja, vielleicht treten nach einer gewissen Dauer auch bestimmte Regelmäßigkeiten wieder auf. Aber ich denke, dass viele von uns immer wieder auf Beerdigungen sind, die uns manchmal natürlich auch sehr rühren, weil sie auch ästhetisch sehr gelungen ist, aber die uns manchmal auch peinlich berühren, weil wir beispielsweise mit einem für uns unerträglichen Kitsch konfrontiert werden. Das Unsichtbarwerden des Trauerns zeigt sich natürlich auch in der Verkürzung der Trauerzeit. Ja, die Trauer soll nicht zu lange, also quasi aus uns heraus dampfen. Sie soll eigentlich also eben möglichst verinnerlicht und dadurch unsichtbar werden. Und so schnell wie möglich eigentlich, also soll diese öffentliche Präsentation, soll unser auch traurige Zustand nicht länger sichtbar sein. Also man möchte, wenn man so will, kurz trauern. Und damit, glaube ich, hängt auch zusammen, dass man die Toten auch möglichst schnell verschwinden lässt. Denn je länger die Toten anwesend sind, je sichtbarer die Präsenz der Toten auf den Friedhöfen ist, in der Friedhofskultur und Kunst, in den Denkmälern, also in dieser ganzen öffentlichen Sichtbarkeit, also je länger sie dort sind, also umso länger werden wir gewissermaßen immer wieder an sie erinnert. Also wenn die Trauer mit anderen Worten schneller vergehen soll, sollten vielleicht auch die Toten schneller vergehen. Also der Tote verschwindet immer schneller, wenn man so will, eigentlich aus seiner auch körperlichen Anwesenheit und Präsenz. Die Einäscherung, die in unserer Kultur sich rapide ausgebreitet hat, ist interessant, es ist überraschend, wie schnell eigentlich die Einäscherung zu der prominentesten Form, also der Verabschiedung geworden ist. Also man macht sich gewissermaßen nicht aus dem Staub, sondern eigentlich in den Staub hinein. Und diese wird nach Möglichkeit auch ausgestreut, sei es, wie im Falle eines Freundes von mir, also im Meer, sei es in einem Friedwald. Also jedenfalls sozusagen, es gibt eine Anonymisierung eigentlich auch des Milieus, also eine Naturalisierung, eine Renaturalisierung, was natürlich auch mit sich bringt, also dass der Tote schnell verschwunden ist. Also die Toten lösen sich gewissermaßen auf in die Natur und damit fehlt uns eigentlich auch oder fehlen uns die kulturellen Markierungen, um sie zu sehen, um uns mit ihnen zu konfrontieren und auch um zu trauern. Nun gibt es jede Menge interessante Autoren, die sich eigentlich schon sehr früh mit diesem Übergang beschäftigt haben. Hegel ist beispielsweise ein interessanter Philosoph in dem Zusammenhang. In seiner berühmten Phänomenologie des Geistes hat er darauf hingewiesen, wie wichtig eigentlich die Anwesenheit der Toten, also in der Polis, in der Stadt eigentlich auch sind und wie wichtig es ist, dass Widerstand geleistet wird gegen ihre Auflösung, gegen ihre Naturalisierung. Sie bleiben sozusagen in unserem Gedächtnis, aber auch in den Orten oder an den Orten, wo sie sich befinden, Teile eigentlich der Bürger unserer Gesellschaft. Ich möchte gerne mit einem interessanten Beispiel enden aus einem wunderbaren Roman,
beziehungsweise aus einem kurzen Buch, es gibt auch einen wunderbaren Roman von Andrei Stasiuk. Der Roman heißt Der Osten, aber das Buch, das ich jetzt meine, ist ein kleines Buch mit dem Titel Kurzes Buch über das Sterben. Und dort denkt Andrei Stasiuk nach über seinen verstorbenen, toten Jugendfreund Grokow. Grokow ist gestorben und er hat sich einäschern lassen. Es gibt gerne Grabstatt, wo man hingehen kann. Und Andrei Stasiuk beklagt sich darüber und er schreibt Folgendes: Er fehlt mir. Nicht einmal, weil er tot ist, daran kann man sich gewöhnen. Man denkt eben ein wenig anders an das Leben von jemandem, wenn es vollendet ist. Man muss sich daran gewöhnen, dass sich nichts mehr ändert und man nur noch die Vergangenheit haben wird. Aber mir fehlt der Ort, an dem er ist. Nicht, dass ich sofort sein Grab besuchen wollte, jedenfalls nicht unbedingt, aber ich würde gerne wissen, dass er in materieller Form irgendwo existiert, dass er an einem bestimmten Ort anderthalb Meter unter der Erde liegt, den er nicht mehr wechselt, dass irgendwo Beweise für seine Existenz und für die Existenz all dessen liegen, was das Gedächtnis bewahrt. Oder genügt die Erinnerung sich vielleicht selbst? Manchmal fehlt mir also dieser Ort. Geradeaus gesagt, seine Überreste fehlen mir, wenn das auch makaber klingen mag, der Beweis, dass wir wirklich gelebt haben oder nicht. Also es fehlt quasi eigentlich also der Ort, an den er gehen könnte, wenn er wollte, um sich mit dem verstorbenen Grokow zu treffen, um jedenfalls in seiner buchstäblichen, räumlichen Nähe eigentlich auch zu sein und sich an das Leben, wie es war, an den Jugendfreund, an die gemeinsamen Erlebnisse zu erinnern. Also auch hier, wenn man so will, ist etwas geschehen, nämlich das Verschwinden der Orte, wo die Toten anwesend sind, macht es sehr schwer, eigentlich also die Trauer selber ein Stück weit zu zeigen. Man kann die Trauer eigentlich auch nicht mehr lokalisieren, weil der Ort, der Locus der Toten nicht mehr da ist. Also die Trauer, um so zu sein, braucht solche Orte. Und dann sind wir, glaube ich, auch sehr schnell wiederum, und damit möchte ich abschließen, bei der politischen Dimension der Trauer. Das Beispiel von Andrei Stasiuk ist zunächst einmal gar ein politisches, aber Sie haben vielleicht gehört, wie er sagte, dass irgendwie die Erinnerung zu verschwinden droht, wenn die Orte nicht mehr da sind, an denen wir trauern können und die uns gestatten, Trauer zu zeigen und zu empfinden angesichts einer Vergangenheit, an die wir uns erinnern und die wir nicht vergessen wollen. Wenn wir mit auch den großen Verbrechen der eigenen Geschichte, sei es in meinem Fall mit dem belgischen Kolonialismus oder vielleicht in Ihrem Fall mit der deutschen Vergangenheit im 20. Jahrhundert und in anderen Ländern verbunden mit anderen, wenn man so will, Menschheitskatastrophen, wenn die Orte verschwinden, wenn wir nicht mehr trauern können, indem wir uns an diese Örtlichkeit begeben, dann wird auch das Gedächtnis für das Recht und vor allem für das Unrecht, das geschehen ist, verschwinden. Insofern ist die Trauer nie privat. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.